So, hallo Leute, es geht weiter mit Pro-Team. Ja, wir sind bei der Tour de France und Richie Porte führt nach 7 Etappen. Dritter in der Gesamtwertung ist Vogelsang und siebter Bardet. Also ich habe 3 Leute in den Top 10. Besser kann es fast gar nicht mehr werden. Ich habe den Führenden in der Bergwertung, den Führenden in der Sprintwertung, Punktewertung und den Führenden in der Nachwuchswertung und die Teamwertung führt auch noch an. Also sieht jetzt nicht so schlecht aus, sage ich mal. Aber machen wir mal gleich weiter, dass wir ein bisschen was schaffen. So, alle eigentlich wieder gut regeneriert. So, jetzt haben wir noch eine Etappe zur Station Deus und dann noch nach Andorra Arcalis. Die 2 Etappen werde ich jetzt in dieser Folge auf jeden Fall noch spielen. Ja. Und dann gucken wir mal, wie es dann in der Gesamtwertung aussieht. Aber dann dürfte es sich noch, hoffentlich noch mehr zementieren, dass ich mit Richie Porte die Tour gewinnen werde. Aber mal abwarten. So, naja, wir nähern uns ja auch immer mehr an Richtung Vuelta. Oh, sogar grüner Pfeil nach oben. Da müsste ich jetzt versuchen, mit Bardet irgendwie das Bergtrikot gucken. So, genau, Vuelta habe ich gesagt. Kommen wir immer näher. Also ich habe jetzt auch nochmal die Startlisten so durchgeschaut, also wenn man das so sieht, sind da schon wirklich mehr Topfahrer dabei als bei der Tour de France, also mehr Klassement, also fürs Gesamtklassement als bei der Tour de France fast. Also das wird hochinteressant, weil es ist ein Nibali zum Beispiel dabei, der bei der Tour nicht dabei war. Es ist ein Simon Yates und ein Adam Yates dabei. Also beziehungsweise ein Adam Yates ist zusätzlich dabei, Simon Yates war auch bei der Tour dabei. Und zusätzlich sind ja die fast alle Tourfahrer auch dabei, außer Quintana. Man muss sagen, eigentlich ist fast noch mit von den Top-Teams Movistar am schlechtesten aufgestellt. Aber gut, wir sind gespannt. Es ist dann Samstag geht's los. Und schicke ich jetzt jemanden weg, Buggy. Und am Montag ist dann schon die erste Bergankunft. Also das wird dann doch schon mal gleich richtig interessant. So. Und ich bin auch auf einen Chris Froome gespannt, wie er seine Form halten konnte oder wieder neu aufbauen konnte. Und zum Beispiel auch wie ein Warren Barguil fährt. Er wird ja sicherlich auf Gesamtklassement fahren diesmal. Gucken, ob er wirklich mithalten kann. Er konnte ja echt in der letzten Woche der Tour richtig gut mit den Favoriten sogar mithalten. Sieben Minuten weg, die Ausreißer. So. Gut, dann gucken wir mal, aber wie wir jetzt über die Berge kommen, also mit Richie Porte, mit grünem Pfeil nach oben, das müsste ganz problemlos vonstatten gehen. Also Zeit dürfte ich da auf keinen Fall verlieren.
Und bei den anderen muss man schauen, was ich mit Vogelsang und Bardet mache. Ah, die Ausreisergruppe ist ziemlich stark. Da ist ein Kanga dabei, da ist ein Roglic dabei. Dombrovski, Toni Martin. Nicht übel. So, Sprintwertung, ja, 6 Punkte im Bach, da brauche ich nicht mitsprinten erst. So, nächsten Kategorie Zweiberg. Richie Port ist noch vorne im Feld dabei. So, Sky übernimmt. Christoph fällt gleich zurück. So, jetzt haben wir gleich noch eine Kategorie 4 Berg. So, und dann gucken wir jetzt mal hier. Ich habe Bagi von, aber der ist schon zurückgefallen. Ja, weil ich gerade Castro Viejo sehe von Movistar, der wechselt zu Sky übrigens. Also da haben sie wieder einen super Zeitfahrer geholt, Sky. Das ist ja immer, denn ihr ihr Beuteschema sozusagen, gute Zeitfahrer oder Fahrer, die im Flachen gut sind und dazu halt exzellente Bergfahrer. Ja, jetzt ist das Tempo doch relativ hoch. Ist auch einer von meinen Leuten dort dabei. Roman Kreuziger macht richtig Tempo. Tim Wellens stark unterwegs. Leute, Leute, Leute. So, war Giese eingeholt. Das heißt, jetzt können wir Vogelsang, nimmt mal bitte rotes Gel, genauso wie Bardet. Nein, blaues Gel, blaues Gel, blaues Gel. Swift, blaues Gel, ja. Vogelsang will, dass der, nee, der greift nicht an, sondern ein paar D. Kann auch nicht. Okay, I'll put in a big acceleration.
So, los geht's. Six riders at the top will pocket the points towards the polka dot jersey. There will be 10, 8, 6, 4, 2 and 1 point to be gained. Na, jetzt muss ich dann doch aufpassen, wenn hier Aru und Co. angreifen. So, alle wieder eingeholt. Wo haben wir Vogelsang? Dann lassen wir jetzt mal Vogelsang hier wenigstens 80% fahren. Ach man. So, Thomas kann nicht mehr. First over the King of the Mountains summit does not mean, however, that victory is assured. The road linking the top to the finishing line has several false flats that could cause blow-ups. King of the Mountains sprint in 2 kilometers for the breakaway group. The breakaway will no doubt go all the way last, but watch out for attacks in the closing kilometers. Ach, dann greifen wir selber an jetzt. Wenn die anderen nicht wollen. So, 20 Sekunden, Nibali fällt zurück. Well done! You took the last climb. It prevents our competitors from stealing too many points. We've got enough of a points lead. So, 10 Kilometer noch. There's no way we can lose it today. Keep it up! Bardet, Vogelsang sind noch in der Gruppe mit Nibali dran. Das ist schon mal sehr gut. Tja. It's downhill for 2 kilometers. Stick to the wheels in front and try to recover. Everything will be decided in the last 5 kilometers. Yeah.
meters from the finish, and nobody has so far been able to put one over on his opponents. It will probably come down to the sprint. So, vielleicht kriegen wir noch ein paar Probleme. Only 3 kilometers left. Victory will come down to a sprint. So, davon ist der letzte Kilometer. Ich habe zu spät gesprintet, glaube ich. Obwohl, nein, das reicht. Sieg. Ganz souverän. Ja, da hatte der Richie Port die meisten Kräfte auf jeden Fall. Aber meine zwei anderen Topfahrer mit Bardet und Fuglsang waren mit in meiner Gruppe drin. Insofern passt es ja soweit. So, Tom Boonen noch über 10 Kilometer weg. So, hat er es geschafft. Ladies and gentlemen, he is in, he tops the, he's amongst the leading rider, he's amongst the. So, erstmal alle Trikots hier durch. Well done, lads. Speichern. So, Richie Port, Etappensieger. Vor Dumoulin, Quintana, Bardet. Yates, Fuglsang hat noch gerade so. 14. Yates. Passt auch. Gesamtwertung bleibt alles beim Alten. Jetzt wird hier Richie Port. Aha. Grünes Trikot weiterhin Christoph vor Port. Weiß weiterhin Simon Yates. 3 Minuten vor Formolo. 5 für Alain, vor Alaphilippe. Und hier für mal auch ganz klar. Okay, dann machen wir gleich weiter. Regeneriert. Geld eingesammelt und eine schwere Ankunft nach Andorra Calis. Ja, die Etappe müsste ja dann rein theoretisch jetzt Tom Dumoulin gewinnen, weil letztes Jahr bei der Tour 2016, da ging sie nach Andorra Calis, hatte er ja gewonnen. So, Froome, Dumoulin, genau, sind hier mit als Favoriten angegeben. Oh, jetzt könnte es mal mit Richie Port problematisch werden. Romain Bardet, Fuglsang dafür in extrem guter Form. Die müsste man irgendwie wegfahren lassen. Simon Yates auch in ganz guter Form. Ja, trotzdem Richie Port, mein Mann für die Gesamtwertung in ihrem Trikot. Mit ihm muss ich natürlich fahren. So, dann machen wir mal schnell jetzt folgen Thomas Schützport und das war's.
Tour de la Bonne Joie. Ist schon jemand weggefahren? Nein. Ja, dann ist es mir jetzt was. Dann machen wir das so. Revealed by his victory in the San Sebastian Classic in 2013, Tony Gallopin is a puncher who is very comfortable on hilly stages. Gallopin hat man ausgerissen. The yellow jersey changes shoulders, but it stays with the team. For the polka dot jersey, it's your teammate. So, 3, 4, 5, 6, 7 Fahrer. Acht Punkte, ach mein Gott. So, jetzt geht's hier auf den Col del Canto. Col del Canto und der Vorsprung wächst und wächst. Fast 11 Minuten. Ist natürlich nichts dagegen. Elfeinhalb Minuten jetzt schon. It will offer little respite, as the slope isn't steep enough to not pedal. The front of the race is 2 kilometers from the summit. The breakaway threat. Ah, Roglic ist mit vorn. Was ist jetzt hier passiert? Eine Gruppe weggegangen oder was? Alles wieder zusammen, okay, gut. Angst bekommen. So, nach 80 Kilometer. Drei Bergwertungen. Okay, jetzt wird dann doch Tempo gemacht im Feld. So, es geht die ganze Zeit so langsam stetig bergan. The race is in its decisive phase with the Côte de la Comella climb. From now on, there can't be the slightest moment of weakness, or it could prove costly. We've just lost the top spot in the climber standings. Jetzt ist jetzt allein vorn. Anderen wieder aufgeschlossen. Which stands before the riders. A climb with a very irregular slope that could do plenty of damage. Wieder allein von Yates, jetzt muss aber mal trotzdem hier drauf achten. Nicht, dass hier im Feld irgendwie sehr hohes Tempo ist. Okay, dann kommen wir mal blaues Gel. The advance of the lead group should be enough to carry it to the end. So, jetzt ist noch 5,5 Minuten vorn. Könnte durchkommen. Angriff von Quintana. Muss ich natürlich mitgehen. Attack.
halt nicht wegkommen, so wirklich. Weißt du was? Vogelsang. Na? Wäre schön gewesen, wenn er Tempo gemacht hätte. Jetzt kommt er doch. Blaues Gel. Blaues Gel, blaues Gel. Rest. So, jetzt haben wir hier wieder ein paar Leute zurückgeholt. Dann von ist noch Dan Martin. Und dann ist nur noch Quintana davor. So, wie sieht es bei Yates von aus? Sieht eigentlich immer noch ganz gut aus. Ich hatte ein gutes Tempo eigentlich nach oben. So, Quintana dürfen wir bloß nicht zu weit wegfahren lassen. Ist dann auch nicht so toll. Okay. Jetzt geht dann doch Froome. Müsste dann doch mal mitgehen. Jetzt ist er zu weit weg. The gap is 1 minute between the favorites and the guy in the front. The yellow jersey group is 1 minute from the head of the race. So, und da sind wir dran an Chris Froome. So, Vogelsang, blaues Gel, Bardet, blaues Gel. Jetzt sieht immer noch gut aus. Ich mache jetzt sicherlich kein Tempo. Gruppe um Bardet. Soll halt mal Tempo machen, dass er hier wieder rankommt. Ja, jetzt wird dann doch noch reingeholt. Schade, schade. So, dann versuchen wir hier mal noch ein Stück wegzukommen. Tja, können alle nicht mehr.
wir mal wieder als Erster über die Ziellinie gekommen. Jetzt fahren wir nochmal kurz bei AD. Upsala. AD und Vogelsang. Sechster und Siebter, so wie es aussieht. Und das Grundziel, also ja, also so dominant. Boah, und Richie Porte, obwohl ich gar nicht so gut in Form war, also Richie Porte nicht so gut in Form war, trotzdem hat er die anderen Favoriten abgehängt. Also ich glaube, das Spiel ist eindeutig zu einfach. Aber gut. Erstmal muss ich noch die Tour gewinnen, das ist ja noch nicht sicher. So, mal gucken, ob hier überhaupt jetzt alle in der Zeit drin sind. Sieg, gelb, grün, Berg, weiß. Alles gehört mir. Speichern. So, Richie Porte gewinnt. 15 Sekunden. Ah, Yates ist sogar noch Zweiter geworden. Hervorragend. Dann Dumoulin. Dann Chris Froome. Nibali 40 Sekunden. Bardet 1,12. Mit Vogelsang auch 1,12. Sehr gut gefahren. Quintana, Aru, Mollema. Condador, oh, Tim Wellens, stark gefahren. 13. geworden. Thomas 17. Boah. Wieder hervorragendes Ergebnis. So, Botna weg, Greibel weg, Pellucci weg, Demar weg, Bauhaus weg. Cavendish ist noch drin. So, Gesamtwertung. 54 Sekunden vor Dumoulin. Dritter Nibali, vierter Froome, fünfter Vogelsang, sechster Bardet, siebter Quintana. Simon Yates, sehr guter Zwölfter. Bauke Mollema, 13. 14. ist Thomas und 18. Tim Wellens, stark. So, Bergwertung führt jetzt auch Simon Yates. Vor Richie Porte, dann Roglic, grün, ach, grünes Trikot bin ich jetzt auch mit Porte von, ja, richtig krass, weißes Trikot, jetzt 7 Minuten vor Formolo und 14 Minuten in der Mannschaftswertung, ja, es verläuft alles nach Plan, weiterhin extreme Dominanz von meinem Team. Was will da noch schief gehen? Aber gucken, sind erst 9 Etappen gefahren, mal schauen. Also, bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.